Operationslandezone. SDF-Feinde bestätigt. Warum liegen da die Beine und messen sich? Unterwegs. Team What the... Fuck. Auf jeden Fall ein wunderschönes Hallo meine Freunde. Willkommen zu Let's Play Black Ops 3. Infinite Warfare. Beta. Oh, holy shit. Ach, scheiße, Mann. Ich wollte mit MP zocken. Ich habe nur gerade extra eine MP-Klasse gestellt. Lol, Double Kill. Auf jeden Fall, ich saß gerade knapp 10 Minuten im Matchmaking, hab einfach keinen gefunden. Jetzt seht ihr aber, guckt euch mal, warte mal, es sind Leute nachgejoint. Cool, weil als die Runde begonnen hat, waren wir halt nur zu dritt. So, weißt du, welche Waffen sind da, die gerade erstellt? Das hier. Das hat uns gerade die Führung gebracht. Okay, okay. Da ist keiner? War da raus! Let's go! Let's fucking go! Ich weiß nicht, ich glaube, das kann sein, dass die letzte Folge ist. Ich weiß nicht, wie viel ich heute noch schaffe aufzunehmen. Weil ich die ganze Zeit immer auf Lobbys warten muss, weil es einfach nicht hinhaut. Da werde ich heute auch nicht mehr so viel schaffen, weil ich will halt heute noch schlafen gehen. Wir haben es jetzt schon 4 Uhr morgens. Irgendwas? Keine Ahnung, Mann. Ich bin halt wirklich gespannt, wie die Server morgen werden. Ob die funktionieren, ob sie halt wirklich gar nicht gehen. Und was zum Teufel war das gerade für eine scheiß Kugel, Mann? War das gerade ein Schild? Piss dich! Holy shit, wer war denn das gerade? Ich werde ihn gerade auf mich geballert. Er hat auf mich geballert. Okay, das war schon mal die Antwort auf meine Frage. Na komm, jetzt kann ich dir von hinten racken, ne? Es geht! War bestimmt ein Jumpscare. Fuck, ich dachte, ich hätte ihn schon tot. Ich habe einfach aufgehört zu schießen. Ganz kurz. Warte mal, was ist das gerade? Das war verbündete Unterstützung, ne? Warte, er ist hochgesprungen, um mich noch zu erwischen, Alter. Das hat das Swag. Ah, das hier hat auch Swag. Nur keine Präzision, aber Swag. Max Swag. Oh, shit. Da hat er mir instant gegeben, easy. Auf jeden Fall will ich diese Waffe jetzt noch ein bisschen leveln. Ich will für diese Waffe auch noch ein paar Aufsätze freischalten. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet, kann das sein? Und Blankgranaten. Blankgranaten will ich auch noch unbedingt reinbauen in die Waffenset. Ich weiß nicht, wie ich das gerade bestätigt habe. Egal. Wie gesagt, es ist halt schon ziemlich spät, in Anführungsstrichen. Ich meine, eigentlich ist es früh, ne? Ich meine, es ist 4 Uhr morgens. Ich glaube, schon beinahe 5 Uhr, ne? Ich glaube, es ist halb. Kann das sein? Ich weiß nicht, warum ich mich gerade so an der Uhrzeit aufgeile. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Boah! Ich hasse es. Ich hasse diese Ulti. Ich hasse sie und liebe sie. Einfach, die ist so fucking OP, ne? Und die Hass kannst du so geil damit abgeben. Aber wenn der Gegner die hat, ist es einfach der reinste Abfuck. Weil egal wie, er kann dir einfach geben. Er kann dir einfach richtig hart geben. Shit. Ich glaube, die Gegner sind gut. Alter, wir sind immer noch zu wenig. Brauchen wir ein paar Mates? Mir gehen die Mates aus. Und die Feinde haben so einen Scheißteil. Gott. Das Teil, was sie jetzt am Himmel haben, ne, ist wirklich der Inbegriff von Abfuck. Weil es fuckt einfach so ab, das Ding. Besonders auf dieser Map. Weil du hast halt überall Glas um. Das Ding kann fast überall durchballern. Hier, Glas, zack, stehst im Gang, bist direkt tot. Das Ding dir einfach gibt. Ah, mein Aim war ein bisschen besser. Alter, die muss ich gerade. Holy shit. Wow. Lol. Find's geil. Ich treffe irgendwie Granate andauernd, aber sie killt nicht. Meine scheiß Granate ist so fucking useless. Ich bin schon wieder. Ich bin der Einzige mit einer positiven KD, Alter. Das ist ein Fluch hier. Ich sag's euch, wenn ihr das Spiel spielt, ihr werdet. Ich verspreche euch, ihr werdet sehr oft der Einzige sein mit einer Plus-AKD. Ihr werdet wirklich sehr oft der Einzige sein. Und das Schlimmste daran ist, die Gegner-Teams haben immer eine 2-AKD. Es ist wirklich deprimierend. Das ist wirklich der größte Abfuck bis jetzt an der Beta. Das ist zumindest mein Abfuck, weil ich komme immer bei den Runden rein, wo meine Mates am Sacken sind, wo die richtig kassieren. Die sind richtig hart am auf die Fresse kriegen und du kommst dann da und darfst dann mit denen spielen. Das ist so... Yay.
Du bist dann der König der Vollidioten. So fühlt man sich teilweise. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der beste Spieler. Gebe ich zu, das stimmt. Hallo, ich bin fucking nicht mal der beste Spieler. Nicht mal ansatzweise. Aber das Problem ist halt, ich bin halt schon nicht gerade gut, okay? Ich bin halt echt ein bisschen beschissen, was Aim betrifft manchmal. Aber ich würde gerne mit Spielen, die auch ungefähr auf meinem Niveau sind. Und nicht mit den Kacklappen in meinem Team und den fucking MLG-Playern im Gegnerteam. Nice, da hat er gerade seine... Ich nenne es immer Ulti. Ich weiß auch nicht, ich glaube Black Ops 3 hat das eingeführt, ne? Dass man so eine Perks... Dass man so eine Ulti-Dinger kriegt, mit dem man einfach fucking nochmal wegrasieren kann. Das hat, glaube ich, echt... Das hat, glaube ich, echt Black Ops 3 eingeführt, ne? Mit... Ja, es hat Black Ops 3 eingeführt. Oder Advanced Warfare? Gab's das da? Ich weiß nicht. Advanced Warfare, das habe ich nicht mal ansatzweise richtig angerührt, Alter. Den Teil... Ich fand den halt scheiße. Ich wollte mich halt nicht damit rumquälen, dann habe ich einfach irgendwann gesagt, ach fuck this shit, da habe ich aufgehört einfach mit Advanced Warfare. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte mich noch zu dem ersten Prestige durchgequält, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Weil ich bin eigentlich immer, weil COD gebe ich halt Geld für aus, ne? Das ist halt so meins, ich will schon wenigstens ein bisschen Spielstunden damit haben. Da muss das erste Prestige immer für mich drin sein. Aber ich glaube, das habe ich nicht mehr erreicht, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Ansonsten kann man festhalten, ich habe in jedem Call of Duty Prestige aktiviert. Bei Advanced Warfare weiß ich halt wirklich nicht. Ich glaube, da habe ich mir noch zum Schluss noch durchgerungen, das gemacht oder nicht. Ich weiß es gerade echt wirklich nicht. Black Ops 3 hatte ich, ja, okay. Black Ops 3, das weiß ich, das hatte ich. Aber Black Ops 3 war ja auch in Ordnung, das Spiel. Also das Spiel war wirklich in Ordnung, Black Ops 3. Und das hier ist halt wirklich, also, sind wir ehrlich. Sind wir jetzt mal fucking ehrlich. Ich bin halt nicht der fucking COD-Profi. Aber es fühlt sich an, als würde ich gerade Black Ops 3 spielen. So. Alter, was hat er gerade auf mich geballert? Es fühlt sich halt wirklich an wie ein Black Ops 3. Diese Strategie ist nicht geil. Abgesehen von den Maps. Es ist einfach Black Ops 3 mit neuen Maps. So fühle ich mich gerade. Und halt neuen Klassen und Waffen und hast du nicht gesehen. Aber ansonsten ist das Black Ops 3. Also ich könnte ja gerne reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das so seht, ne? Also für mich ist es echt Black Ops 3. Eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Und Black Ops 3 war meines Erachtens in Ordnung. Es war jetzt nicht so gut wie Black Ops 2, aber es war halt gut. Abgesehen von dem Zukunftsding. Ich mag das Zukunftsding ehrlich gesagt echt gar nicht. Ich meine, Singleplayer-Kampagne mit Zukunftsdingern und so. Ja. Also das muss ich ehrlich sagen, ist geil. Also Zukunftskampagne ist geil, mit Schiffen und allem. Das ist echt geil, aber Multiplayer ist nicht so mein Ding. Irgendwann haben wir noch so ein Star Wars Verschnitt, wo wir mit Lasern rumballern. Ich glaube, das wird sogar Spaß machen. Und ich bin nicht der Einzige in der Plus KD. Aber, wow. Okay, geht der Team einer, er verletzt 2-5er KD. Jo, läuft bei ihm. Mission gescheitert. Soll ich einen detaillierten Bericht über erfolglose Prozeduren erstellen? Ja, das wird meinen Teammates sehr, sehr, sehr doll helfen. So, ich würde mal ganz kurz sagen, ich beende jetzt noch nicht die Folge, wir machen ganz kurz weiter, damit ich euch mal zeigen kann, wie geil das Menü aussieht. Beim nächsten geil, nicht wahr? Möchte ich mehr Konzentration bei der Mission. Mach halt's Maul. Und so einen Typen habt ihr andauernd, der labert euch voll mit irgendeiner Scheiße. So, auf jeden Fall hier seht ihr, was man bekommt. Links ist Level Up, in der Mitte ist so ein, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Ich weiß es wirklich nicht, das ist so ein Missionsding. Missionsteam-Rang. Keine Ahnung, für was das gut ist. Auf jeden Fall rechts seht ihr Schlüssel. Mit den Schlüsseln kann man halt ganz normal Kisten kaufen. Ich zeig euch mal, das war hier, ne? Ja. Komm Leute, jetzt holen wir uns mal eine fette Kiste. Oh Gott, Digga, halt's Maul, Alter. Halt einfach dein scheiß Maul. Ich hasse es. Du hast hier wirklich die ganzen Kiddies. Nein, ich will einfach nur muten. Dankeschön, einfach nur muten. So. Und dann habt ihr halt gesehen, hier kann man Kisten holen. Und das ist der Dealer. Und was ich echt ein bisschen scheiße finde, das hier. Hier könnt ihr halt euch Waffen verbessern. Jetzt gönnt euch mal die Waffe hier. Die Waffe heißt Rack, die normale. Und die Endmodifikation heißt Racked. Das passt ganz gut zur Waffe. Weil guckt euch mal an, was für Perks die hat. Das seht ihr unter der Waffe. Rückstoß. Diese Waffe feuert vollautomatisch mit geringerem Rückstoß. Es ist eine Dreierschusswaffe. Und die schießt dann auf einmal Vollautomatik mit geringem Rückstoß und hat noch erhöhte Munition. Das heißt, das Ding ist
das schießt schneller als das normale. Es hat weniger Rückstoß und mehr Munition. Das heißt, damit kannst du dann richtig abgehen, wenn du noch die richtigen Perks hast. Und das Ding ist so schon ganz gut. Es fehlt halt wirklich bei dieser Waffe die Feuerrate. Bei der Dreierschusswaffe. Das ist das Einzige, was wirklich echt scheiße ist. Ich habe die nämlich immer ganz kurz gespielt. Die Feuerrate ist echt beschissen von dem Ding. Ansonsten würde ich dann sagen, sehen wir uns dann. Also, habe ich noch irgendwas zu zeigen, ganz kurz? Ich meine, gibt es noch irgendwas ganz klar? Ich meine, hier ist der Klasseneditor. Hier könnt ihr auswählen, was für einen Typen ihr haben wollt. Der sieht cool aus, aber da habt ihr so eine große Hitbox, das bringt nichts. Ich finde den eigentlich ganz cool. Alter, man kann sogar sehen, wie die anderen aussehen. Der sieht cool aus. Verfügbar ab Stufe 30. 15. Den könnte ich sogar noch freischalten. Okay, aber I have shit to do. Auf jeden Fall seht ihr gerade, das ist der Bug. Der Lobby-Bug. Rechts unten seht ihr gerade, da steht Warten. Ich könnte die Folge jetzt auf eine Stunde lang dehnen. Es würde nichts passieren, außer dass die Leute alle aus der Lobby rausgehen. So wie jetzt gerade. Es passiert jetzt gar nichts mehr. Es passiert wirklich nichts mehr. Ihr seid jetzt hier in der Lobby und es ist einfach Stillstand. Es passiert nichts. Es startet nicht, ihr kriegt keine Fehlermeldung. Nein, ihr könnt jetzt einfach hier rumschimmeln. Ich bin den ganzen Tag da. Und eure Zeit totschlagen. Geil, nicht wahr? Es ist echt geil. Hier habt ihr noch ein paar Visitenkarten, die könnt ihr euch mal anschauen. Ich finde, die sieht cool aus, aber ich weiß auch nicht, diese kurze, die habe ich auch genommen. Okay, hier gibt es noch ein paar coole andere. Und dann hier unten noch die geheimen Dinger. Das kennt halt jeder. Ich weiß auch nicht, was ich euch jetzt großartig noch zeigen soll. Ich wollte eigentlich wirklich nur den Lobby-Bug zeigen. Da habe ich bis jetzt echt Glück gehabt, dass er jetzt in dem Moment gekommen ist. Wie gesagt, es passiert jetzt hier gar nichts mehr. Ich werde jetzt rausgehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin auch dran. Auf Wiedersehen. Tschüss.